Hi und herzlich willkommen zum 7. Part meines Inselleben-Let's Plays. Im letzten Part hat sich Melody ja ganz spontan mit Tania verlobt. Diese Verlobung kam von Tania tatsächlich, was ich total komisch fand, weil Tania ja ganz offensichtlich mit Melody eigentlich nur ein böses Spiel spielt. Und deswegen ist es natürlich extrem, extrem, extrem komisch gewesen, dass sie auf einmal gefragt hat, ob Melody sie heiraten möchte. Die beiden sind absolut in Love momentan. Allerdings seht ihr jetzt hier gerade schon, dass wir ein neues Merkmal auch von ihr entdeckt haben, und zwar, dass sie böse ist. Und ja, es ist momentan alles ein bisschen schwierig. Ihr habt mir in den Kommentaren ein paar Ideen dagelassen, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass wie wir mit der ganzen Sache jetzt umgehen werden. Melody ist übrigens gerade dabei, ein bisschen Strandgut zu sammeln. Wenn ich das richtig gesehen habe, ja, sie hat tatsächlich die Augen von Solani gefunden. Und wir haben ja schon das Herz von Solani und ich denke, wir werden da tatsächlich vielleicht eine kleine Sammlung vervollständigen können. Melody denkt zwar hier gerade die ganze Zeit an Tania, sie möchte unbedingt mit ihr plaudern, aber sie weiß halt auch, dass sie unbedingt etwas für ihre Uni tun muss. Allerdings hat sie ja gerade auch so eine Art Semesterferien. Also sie muss erst in 3 Tagen zur nächsten Vorlesung. Und ganz viele von euch hatten sich gewünscht, dass wir auf jeden Fall auch nochmal Milo besuchen gehen. Und ich denke jetzt so, die Semesterferien wären ganz gut dafür. Wir werden jetzt noch so ein paar Sachen hier erledigen auf Solani. Aber werden dann, ich denke, so zum Ende des Parts auch nochmal bei Milo vorbeischauen und mal gucken, wie es ihm aktuell so geht. Wir brauchen übrigens dringend ein Spülbecken, weil momentan liegt hier echt alles rum. Oh süß, Elena schreibt ihr und sie schreibt einfach, dass sie gehört hat, dass sie sich verlobt hat. Okay, Melody wird wahrscheinlich auch Sozialhase direkt gepostet haben, ihren Ring und dass sie halt jetzt verlobt ist und so. Und natürlich haben Elena und Milo das jetzt auch gesehen. Und vielleicht wird Milo aus dem Grund dann jetzt eben gesagt haben, Melody, ich bezahle dir das Flugticket. Möchtest du vielleicht nochmal zu uns nach Hause kommen und uns was erzählen? Weil Milo hat ja echt gar keine Ahnung, was seine Tochter gerade so macht und ja, war vielleicht auch ein bisschen gefährlich von ihr, einfach das in den Status zu setzen mit der Verlobung, weil Milo wird mit Sicherheit viele, viele Fragen haben. Aber das kommt ein bisschen später jetzt. Erstmal haben wir noch ein paar Verpflichtungen und zwar müssen wir ja auf jeden Fall noch ein paar Yogakurse geben, weil wir brauchen dringend ein bisschen mehr Geld. Und ich denke, wir werden da Samira und Jay einmal mitnehmen, denn die beiden haben sich ja mittlerweile so wirklich als gute Freunde für Melody herauskristallisiert. Und ich denke, den beiden möchte sie die schöne Nachricht sicherlich auch verkünden. Bevor ich das vergesse zu erwähnen, Freunde, ich habe übrigens einen Promocode. Ich vergesse das wirklich in jedem Video zu erwähnen und ich habe mir jetzt Tatsache einen Zettel gemacht und mir hier hingeklebt, damit ich daran denke, euch das zu sagen. Ich habe einen Promocode. Das bedeutet, wenn ihr euch ein Sims-Pack kauft im EA-Shop, dann könnt ihr ganz am Ende meinen Promocode Melun da eingeben. Und ihr habt davon nichts, aber ich bekomme da eine kleine Provision dann für. Also wenn ihr mich ganz umsonst unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Ihr müsst es natürlich nicht, es ist absolut freiwillig. Aber ich dachte, ich erwähne das einfach mal, weil da tatsächlich auch schon Leute nachgefragt haben, ob ich einen Promocode habe. Und ja, den habe ich jetzt seit ein paar Tagen, Wochen. Und ich habe einfach nur immer vergessen, es zu erwähnen. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, ich habe einen Promocode. Melody nutzt jetzt tatsächlich hier mal die Chance und geht als allererstes mal duschen, was ich absolut verstehen kann. Sie muss sich so eklig fühlen gerade die ganze Zeit. Wahrscheinlich ist sie voller Sand und ich meine, sie hat ja zu Hause wirklich gar nichts, wo sie sich waschen kann. Und deswegen wird sie jetzt die Chance hier mal nutzen. Einmal in Ruhe duschen, vielleicht wird sie sich auch mal die Zähne putzen, sich mal ein bisschen frisch machen und dann eben gleich wieder einmal ein bisschen Yoga-Unterricht geben. Allerdings, wie gesagt, fände ich es auch ganz schön, wenn sie jetzt gleich mit Jay und Samira mal so ein bisschen quatschen würde, weil Jay hat sie ja eigentlich schon gewarnt vor Tania. Jay hat ja gesagt, lass besser die Finger von ihr, sie ist böse. Aber Melody will das halt im Eifer des Gefechts halt gerade überhaupt nicht hören. Und außerdem wird sie damit jetzt eben Jay sagen, hör mal Jay, du hattest absolut Unrecht. Sie möchte mich heiraten. Sie muss es absolut ernst mit mir meinen, wenn sie mich heiraten will. Und wahrscheinlich will sie deswegen ihm jetzt unbedingt so schnell wie möglich davon erzählen. Und ja, das werden wir natürlich auf jeden Fall gleich auch mal machen. Aber erstmal geht sie, wie gesagt, noch Zähne putzen, weil, wie gesagt, das muss so gut tun. Einfach die ganze Zeit hatte sie keine Möglichkeit, sich richtig zu waschen, geschweige denn halt Zähne zu putzen oder so. Und jetzt hat sie einfach die Möglichkeit dafür. Das muss so, so schön sein. Naja, okay, wir werden jetzt mal gerade hier zu Jay gehen. Er läuft nämlich hier gerade frei rum und werden mit ihm einmal sprechen. Okay, wir werden von der bevorstehenden Hochzeit schwärmen. Das bedeutet, wir werden ihm jetzt eben erzählen, dass Melody tatsächlich vorhat zu heiraten. Und ich bin echt gespannt, wie er darauf reagiert. Melody hat sich übrigens jetzt selbst dieses Handtuch hier angezogen. Ihr beschwert euch ja immer so ein bisschen,
dass ich sie in so Sachen rumlaufen lasse. Aber ich meine, sie ist jetzt hier im Wellness-Center und ich denke, dass sie deswegen jetzt halt gerade hier so rumläuft. Aber ich werde ihr gleich auch wieder was anderes anziehen. Und Jay wird wahrscheinlich sagen, okay, was hat sie gemacht? Sie hat dir einen Antrag gemacht? Und er wird dann erstmal sagen, okay, ja, natürlich freue ich mich für dich, Melody. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass es stimmt und dass ich mich irre. Ich habe dir das ja von Anfang an schon gesagt, dass ich mir nichts sehnlicher wünsche, als dass ich mich irre. Aber ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Und Melody wird dann sagen, das brauchst du überhaupt nicht sein. Du brauchst nicht skeptisch sein. Es ist alles gut. Du hast sie nicht erlebt. Du hast nicht gesehen, wie verliebt sie in mich ist. Und dass Tania sie 2 Minuten später angefaucht hat und richtig grantig zu ihr war, das erwähnt sie natürlich nicht. Aber sie ist halt absolut gerade voll in Love. Und deswegen, ja, Jay wird eben sagen, wie gesagt, dass er nach wie vor eben immer für sie da ist, ganz egal, was passiert. Und dass er ihr von Herzen alles Gute wünscht. Und ja, wir werden jetzt aber auch Samira einmal erzählen, dass sie sich verlobt hat. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wie Samira dazu steht. Ich glaube tatsächlich, Samira wird sich für sie freuen, weil sie hat, glaube ich, nicht so. Also ich weiß nicht, ob sie Tania überhaupt so richtig kennt. Und für sie ist halt einfach das Wichtigste, okay, ihre Freundin ist glücklich. Und das ist halt das, was sie eben am wichtigsten findet. Auch hier werden wir dann einmal von der bevorstehenden Hochzeit schwärmen und werden ihr eben erzählen, dass sie jetzt verlobt ist. Und das wird natürlich dann auch Julie sehen. Julie ist ja die Frau von Melodies Onkel. Und dadurch wird sie eben jetzt mitbekommen, nochmal, dass Melody eben verlobt ist. Ich meine, warum ist hier so oft Tag des Unistolzes? Kann mir das mal jemand erklären? Wir haben hier irgendwie 83 Mal Tag des Unistolzes. Okay, egal. Auf jeden Fall wird Julie das jetzt eben auch gesehen haben. Genauso wie Darian, der hier auch gerade die Treppe rüber hochstolziert. Und ja, alle werden jetzt eben merken, dass Melody sich verlobt hat. Sie macht da wirklich. Also gar kein Geheimnis drum. Es weiß jetzt die ganze Insel so langsam, dass Melody sich mit Tania verlobt hat. Und ob Tania das so gut findet, das ist natürlich dann so die andere Frage. Ich weiß es nicht, ob sie will, dass das so an die große Glocke gehangen wird. Ich denke, ihr wäre es lieber gewesen, wenn das gar keiner weiß. Aber für sie ist das ja nur so eine Fake-Verlobung gewesen, dass sie eben, ja, Melody so ein bisschen noch länger im Guten wiegen kann. Also, dass Melody eben von nichts Bösem ausgeht. Ihr hattet mir auch in die Kommentare geschrieben, ich gucke mal, ob ich den Kommentar noch raussuchen kann, dann blende ich euch den hier ein. Hattet ihr mir geschrieben, oh, okay, sie hat gerade vor, sich eine Pediküre machen zu lassen. Alles klar, ich glaube nicht, dass ich das gedrückt habe. Aber Maddie ruft gerade an und möchte plaudern und da werden wir natürlich mal dran gehen und wir machen jetzt gerade keine Pediküre, das können wir später machen. Ihr hattet mir geschrieben, dass das für Tania vielleicht tatsächlich nur eine ganz fiese und grausame Wette ist und das kann ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich eine Wette ist, dass Tania mit irgendeiner Freundin oder mit irgendeinem Kumpel oder so eine Wette am Laufen hat, wer am längsten so eine Beziehung vortäuschen kann. Das ist halt richtig, richtig fies, weil am Ende hat da ja keiner was von. Das ist einfach nur gemein und sie bricht damit Herzen und es ist einfach nur grausam, was sie tut. Aber ich schätze Tania tatsächlich so ein, dass sie bei sowas mitmachen würde. Bei so einer Wette, wo sie einfach nur Spaß dran hat, zu gucken, wie lange sie sowas aufrechthalten kann. Und ja, das würde irgendwie gut zu ihr passen, auf jeden Fall. Aber jetzt werden wir einmal gerade einen Kurs lehren, müssen wir, glaube ich, machen. So wie es aussieht, haben wir tatsächlich 3 Teilnehmer. Das wäre natürlich fantastisch, weil wir kriegen ja, wie gesagt, für jeden Teilnehmer, ich glaube, 110 Simoleons. Ich glaube tatsächlich, dass da hinten sogar noch Samira kommt, dass sie auch teilnehmen will. Das wäre so cool, da würden wir richtig viel Geld verdienen. Und das können wir natürlich alles dann in Möbel stecken, weil wir müssen ja unbedingt die Geschicklichkeitsfähigkeit voranbringen, damit wir uns dann endlich mal ein paar Möbel bauen können. Ich hatte schon überlegt, ob wir nicht vielleicht sogar auch den Fabrikator aus dem Nachhaltig Leben. Ach, hier kommt noch jemand. Perfekt. Mei Li nimmt auch an unserem Yogakurs teil. Das ist so cool. Okay, ob wir diesen Fabrikator vom Nachhaltig Leben Pack noch mit reinnehmen, das hattet ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Ich habe nur echt meine Probleme mit diesem Gerät, weil das frisst meine Sims immer. Die werden immer da reingezogen und sind dann irgendwie voller Farbe. Also vielleicht machen wir das, vielleicht auch nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber dann hätten wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Auswahl. Ich habe mir außerdem die Mod installiert, mit der man mehr Möbel herstellen kann. Also da können wir auf jeden Fall dann auch gleich mal gucken. Okay, Melodies Yoga-Kurs ist zu Ende und wir haben tatsächlich 330 Simoleons verdient. Okay, theoretisch wäre jetzt Abschlussball, das skippen wir natürlich, weil sie hat ja längst schon ihren Abschluss. Aber das ist so, so cool, dass wir jetzt einfach 333 Simoleons haben. Wir werden das natürlich ziemlich schnell wieder ausgeben, weil Melody kann einfach überhaupt nicht gut mit Geld umgehen. Und sie ist ja wirklich auch niemand, der irgendwie großmaterialistisch ist, aber sie wird halt einfach irgendwas Cooles davon kaufen, was sie halt für ihre kleine Hütte gebrauchen kann. Vielleicht eine eigene Yoga
Yogamatte, weil wir haben ja so offiziell noch gar keine eigene Yogamatte. Sie hat ja diese Lehrermatte in ihrem Haushaltsinventar, aber oh mein Gott, da kommt einfach Tania. Oh, was machst du denn hier? Okay, ja, also eine Yogamatte werden wir wahrscheinlich kaufen von dem Geld und gucken mal, was wir noch vielleicht so kaufen dürfen, was es nicht zum selber herstellen gibt. Tania ist jetzt tatsächlich hier und Melody wird ihr natürlich direkt um den Hals fallen und wird sagen, wie schön, dass du hier bist. Sie will an diesem Yogakurs teilnehmen, also wird Melody natürlich auch an dem Yogakurs teilnehmen, ist ja gar keine Frage. Also, wenn Tania daran teilnimmt, wird Melody natürlich auch mitmachen. Und ja, jetzt werden die beiden erstmal diesen Yogakurs zusammen machen. Und sie hat Wellness tatsächlich mittlerweile schon auf Level 5, Leute. Das geht schon echt schnell. Also ich meine, dadurch, dass sie selbst den Unterricht gibt und dass sie halt auch teilweise hier an den Unterrichtseinheiten teilnimmt, macht das schon echt viel aus. Also da kommt schon einiges bei rum. Wie kommt es, dass Melody die ganze Zeit zur Pediküre gehen will? Also ich meine, es kostet nichts. Wir können gerne zur Pediküre gehen, aber ich weiß nicht, warum ich das die ganze Zeit auswählen kann, weil sie ist nicht mal in der Nähe. Ja, der Kurs ist zu Ende. Alle Teilnehmer gehen raus. Aber Melody wird natürlich direkt auf Tania zustimmen und wird sie natürlich erstmal küssen. Und wird dir eben sagen, dass sie so glücklich ist, dass sie sie jetzt durch Zufall hier getroffen hat, dass sie jetzt gerade selbst schon einen Unterrichtskurs hier gegeben hat und ja, dass das richtig erfolgreich war, dass sie ein bisschen Geld verdient hat. Und Samira wird dann sagen, oh wow, echt? Und okay, wenn du ein bisschen Geld verdient hast, wie wär's vielleicht mit einer Party später? Ich meine, du kannst ja dann einen ausgeben. Ich meine, sie wird natürlich jetzt voll ausnutzen, dass Melody halt ein bisschen Geld jetzt hat, wird das natürlich voll für ihren Vorteil eben ausnutzen. Ich kann mir vorstellen, dass Melody jetzt von ihrem hart erarbeiteten Geld irgendwas für Tania kauft, weil Tania jetzt gerade in so einem Beisatz erwähnt hat, dass sie sich irgendwas Tolles, Teures wünscht und dass sie ja momentan so knapp bei Kasse ist, weil sie ist ja selbst Studentin und hat halt nicht so viel Geld und deswegen, ja, hat sie das so ganz beiläufig erwähnt, dass sie das gerne hätte. Wir gucken jetzt gleich mal im Baumodus, was wir da kaufen könnten. Aber das finde ich würde so gut passen, dass Melody halt sofort hingeht und ihr diesen Wunsch erfüllt, dass sie da gar nicht großartig drüber nachdenkt, sondern sofort für ihre Tania alles kauft, was sie haben möchte. Und ja, das machen wir auf jeden Fall jetzt gleich mal. Aber vorher werden wir natürlich hier nochmal gerade die Dusche ausnutzen. Okay, und ich sehe gerade, dass sie mit Makoa, also eben gute Freunde geworden ist. Sehr interessant. Ich glaube, das liegt an dem Sozialhasen-Freundschaftsdingens. Wir werden jetzt mal nach Hause reisen. Melody wird Tania wahrscheinlich gefragt haben, ob sie mitkommen will, aber Tania wird gesagt haben, nee, du, heute nicht, sorry. Ich muss noch für eine Klausur lernen. Ist super wichtig. Und deswegen werden wir sie jetzt nicht mitnehmen. Aber Melody kann natürlich trotzdem nur an sie denken und wird jetzt gleich überlegen, ob sie ihr nicht irgendwie dieses Geschenk machen kann, was Tania sich so sehr wünscht. Vorher müssen wir aber ganz dringend noch was essen. Sie wird sich jetzt mal ganz schnell hier ein Müsli machen. Und wir wollen ja auch, ich sehe immer hier hinten diese Boje und dann fällt mir ein, dass wir unbedingt Meerjungfrau werden wollen. Also ihr schreibt mir das auch ganz, ganz oft in die Kommentare. Ich möchte aber so, so gerne. Oh, Milo ruft an. Das passt so gut, Leute. Das passt so gut. Okay. Milo ruft an und sagt, Darian hat mir gerade was erzählt, Melody. Und Elena hat auch schon angerufen und gesagt, dass sie irgendwas in deinem Status gesehen hat. Bist du verlobt? Und dann wird sie sagen, ja, Dad, es ist einfach fantastisch. Ich wollte dich sowieso noch anrufen. Es tut mir leid, dass ich es noch nicht getan habe. Ich bin verlobt und zwar mit der wunderschönsten, tollsten Frau, die es gibt. Und ich bin einfach so glücklich. Und oh mein Gott, es wird, also sie wird schwärmen und sie wird sagen, wie toll Tania ist. Und ja, dann wird Milo eben sagen, okay, willst du sie uns vielleicht mal vorstellen? Also, ich meine, du hast doch gerade Semesterferien, oder? Wenn du möchtest, bezahle ich dir auch das Flugticket nach hier. Und ja, und dann wird Milo eben, wie gesagt, seine Tochter jetzt mal wieder zu sich einladen, damit er dann jetzt auch mal wieder auf den neuesten Stand kriegt. Weil er ist natürlich auch ein bisschen skeptisch, weil er kennt Tania ja überhaupt nicht. Und er wusste ja auch gar nicht, dass Melody halt auf Frauen steht und so. Das ist ja für ihn alles komplett neu und jetzt ist sie auf einmal verlobt und er wusste ja noch nicht mal davon, dass er überhaupt mit jemandem zusammen ist. Und das ist jetzt für ihn als Papa natürlich alles ein bisschen viel. Ja, aber zu dem Thema Meerjungfrau nochmal ganz kurz. Ich möchte diesen meerjungfraulichen Tang oder wie der heißt, möchte ich gerne selber finden. Ich möchte den nicht cheaten, ich möchte den nicht kaufen, ich möchte den finden. Und das ist tatsächlich anscheinend gar nicht so leicht, wie ich dachte. Aber wir werden immer mal wieder auf die Suche gehen. Ich meine, man kann ihn angeln. Und ich meine, man kann ihn auch beim Tauchen im tiefen Wasser finden. Aber sicher bin ich mir da nicht. Das werden wir aber auf jeden Fall machen. Aber jetzt gucke ich erstmal gerade, was als teures Geschenk für unsere Tania hier in Frage kommen würde. Okay, also ein Computer fällt schon mal komplett weg. Die sind alle viel zu teuer. Okay, wir könnten ihr hier so ein Meditationskissen kaufen.
Weil das würde ich, fände ich auch passend irgendwie so vom, oh mein Gott, das ist so teuer und sie gibt so viel Geld jetzt für Tanja aus, obwohl sie das selber eigentlich voll gut brauchen könnte. Aber ich glaube, das kann man im Inventar platzieren und dementsprechend, ja, müssten wir es eigentlich dann auch verschenken können. Und das heißt, wir werden jetzt gleich einmal zu Tanja reisen, werden ihr einmal sagen, dass es eben so ist, dass dass Melodies Dad sie gerne mal kennenlernen würde, ob sie nicht Lust hätte, vielleicht mal mit ihr zusammen zu Melodies Familie eben zu reisen. Und ich bin mir da gerade nicht so ganz sicher, ob sie das mitmachen würde. Ich schwanke da gerade echt ziemlich hin und her. Ich meine, auf der einen Seite will sie natürlich Melody in Sicherheit wiegen und was wäre sicherer, als wenn sie halt sich der Familie vorstellen lassen würde. Auf der anderen Seite, glaube ich, will sie nicht unbedingt mit Melodies Dad sprechen, weil sie da wahrscheinlich auch die Angst hat, dass er vielleicht merkt, dass er es nicht so ganz, dass sie es nicht so ganz ernst mit seiner Tochter meint. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Okay, aber wir werden jetzt gerade noch mal ganz schnell eine Runde tauchen, bevor es ganz dunkel wird. Und dann werden wir einmal zu Tania reisen und ihr das Geschenk überreichen. Okay, wir haben schon wieder nichts gefunden. Schade, ich weiß nicht, ob man tatsächlich das bei Freitauchen überhaupt dann finden kann oder ob man das mit diesem Gerätedings machen muss. Ja gut, aber jetzt werden wir uns mal auf den Weg machen. Es ist zwar schon tierisch spät, aber Melody ist das total egal. Sie möchte unbedingt zu ihrer Tanja. Oh mein Gott, sie hat einfach so viele Hunde mittlerweile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie hat 6 Hunde. Ach du Hilfe. Na okay, wir werden trotzdem zu ihr reisen. Und ihre ganzen Hunde stehen mit ihr hier draußen. Wie schön. Okay, Tanja steht gerade tatsächlich hier draußen. Und sie ist halt gerade draußen, weil sie eben sich hier mit ihren Hunden draußen aufhält. Tanja ist voll angespannt geworden, gerade jetzt, als Melody gekommen ist. Das finde ich so passend. Sie ist auf jeden Fall gerade super angespannt, weil sie hat jetzt eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass Melody so spät noch vor der Tür steht. Sie ist gerade einfach nur heilfroh, dass gerade niemand anders bei ihr zu Hause ist. Weil es hätte ja auch anders gehen können für sie. Wir wissen ja, also wir wissen ja mehr über Tanja, als Melody das weiß. Melody ist aber einfach nur gerade wieder super glücklich mit ihrer rosaroten Brille und wird jetzt eben Tania einmal dieses Geschenk überreichen. Oh, Moment mal, was habt ihr vor Schlafen? Okay, nein, du gehst jetzt ganz bestimmt nicht schlafen. Du hast ein Geschenk für Tania. Und zwar haben wir ja hier unser Kissen in Gedanken versunken. Was Tania sich gewünscht hat, was sie eben im Wellness Center eben erwähnt hat, dass sie das so gerne hätte. Melody hat jetzt eben ihr halbes Geld dafür investiert, dass Tania jetzt dieses Geschenk bekommt. Und ich hoffe wirklich so sehr, dass sie sich jetzt auch überhaupt darüber freut. Ich meine, wir kennen Tania. Es kann genauso gut sein, dass sie jetzt sagt, was soll ich denn damit? Aber okay, sie heuchelt oder beziehungsweise sie heuchelt nicht. Wahrscheinlich freut sie sich wirklich, weil sie wollte das Ding ja wirklich haben. Und deswegen sagt sie, hey, Melody, das ist so nett von dir. Möchtest du nicht bei mir übernachten? Ich freue mich gerade so riesig, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast. Und ich würde mich so darüber freuen, wenn du das nochmal machen würdest. Das ist so der Beigeschmack dabei. Also sie freut sich einfach jetzt darüber, dass Melody halt alles tut, was sie will. Und nach einem Techtelmechtel wird Melody dann tatsächlich heute Nacht bei Tania übernachten. Morgen wird sie dann fragen, ob sie mitkommen möchte, mit zu ihr nach Hause und ihren Dad kennenlernen will. Und ich bin echt gespannt, ob Tania das mitmacht. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, Leute. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob sie da mitkommen wird oder nicht. Es ist tatsächlich der nächste Morgen und Melody steht hier gerade schon früh morgens in der Küche und macht einen frischen Obstsalat für sich und Tania. Allerdings glaube ich, hat Tania gerade soeben die Wohnung verlassen und ist gar nicht mehr da, was Melody anscheinend nicht bemerkt hat. Doch, okay, sie ist gerade in den Busch gegangen. Hat sie keine Toilette? Naja, gut, okay. Tun wir mal so, als wäre sie jetzt gerade nur mit den Hunden rausgegangen. Das würde ja auch ganz gut passen. Ich weiß ja wie immer mehr als ihr und ich weiß, dass sie tatsächlich mit diesem Nachbarn auch eine Beziehung hat. Sie ist tatsächlich richtig mit ihm zusammen. Also sie ist ein Paar mit ihm, ein offizielles Paar und nicht irgendwie eine Affäre oder so. Sie ist ganz offiziell eben mit ihm zusammen. Deswegen habe ich jetzt gerade eigentlich darauf gewartet, dass sie sich küssen oder sowas. Aber das ist tatsächlich nicht passiert, weil Tania weiß natürlich, dass Melody theoretisch hier einfach aus dem Fenster gucken könnte und das sehen könnte. Deswegen wird sie ihm vielleicht gerade sagen, dass sie nicht so viel Zeit hat? Und ich weiß nicht, ob er von Melody weiß. Wahrscheinlich schon. Vielleicht ist er sogar damit involviert, dass er sich so denkt: Okay, alles klar, mach du mal. Hab du mal deinen Spaß. Ich habe da absolut nichts dagegen.
Kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass er davon weiß. Aber ihr könnt mir da ja mal gerne sagen, wie ihr das denkt. Sie ist auf jeden Fall zusammen mit ihm, mit diesem Nachbarn. Und das erklärt auch, warum er so abweisend Melody gegenüber war. Wenn ihr euch daran erinnert, als wir hier versucht haben, uns mit allen Nachbarn gut zu stellen, war er ja ziemlich abweisend. Wobei Melody da noch nichts mit Tania am Laufen hatte. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall heikel, Leute. Ja, der Obstsalat ist fertig, aber unsere Tania ist leider nicht da. Sie geht gerade unten im Keller duschen. Alles klar. Anstatt dass sie oben duschen geht, vielleicht hat sie gerade keinen Bock auf Melody. Wir werden aber jetzt Tania natürlich mal zum Essen rufen. Ich hoffe, dass sie dann auch kommt, weil Melody hat sich so viel Mühe gegeben. Sie hat tatsächlich über Nacht ihre ersten Pickel bekommen und fühlt sich dementsprechend gerade echt super unwohl. Ihr gefällt das überhaupt gar nicht, dass sie jetzt auf einmal Pickel bekommen hat. Und am liebsten würde sie auch gar nicht, dass Tania das sieht. Aber Tania kommt tatsächlich und nimmt sich jetzt doch noch endlich einen Obstsalat von Melody. Oh mein Gott, und sie fängt einfach schon wieder an, mit ihr zu streiten. Oh, Leute, es passt einfach so gut. Sie wird jetzt wahrscheinlich tatsächlich sagen: Hey Melody, hast du heute Morgen schon mal in den Spiegel geguckt? Du hast voll die Pickel. Achtest du etwa nicht auf deine Skincare-Routine? Also, das geht ja mal gar nicht, wie du aussiehst. Guck mal bitte, dass du das irgendwie in den Griff kriegst. Und Melody wird dann voll verunsichert sein, weil sie fühlt sich ja selber super unwohl mit den Pickeln und wird dann sagen: Oh mein Gott, ich weiß einfach nicht, was ich machen kann. Und ich meine, Tania ist ja so eine Schickimicki-Tussi, die halt ihre Skincare-Routine komplett perfektioniert hat. Und für sie ist das dann wahrscheinlich wirklich ein absolutes No-Go, diese Pickel zu sehen. Und ja, deswegen fängt sie jetzt einfach an, mit Melody zu streiten. Und Melody geht dann natürlich direkt ins Badezimmer und wird einmal Gesichtsreiniger auftragen und dann die Akne versuchen, so gut es geht, irgendwie abzudecken. Und sie kann mir, also sie kann einfach nur so leid tun, oder? Es ist einfach so fies, wie Tania sie behandelt. Aber trotzdem liebt sie sie einfach abgöttisch. Also sie will auch trotzdem unbedingt Tania noch um ein Date bitten. Und da fällt mir gerade noch ein, wir müssen sie ja jetzt auch mal fragen, ob sie mit zu Milo kommen möchte. Wir werden jetzt erstmal versuchen, den Streit zu schlichten. Es ist überhaupt gar nicht Melodies Schuld. Sie kann ja überhaupt nichts dafür. Und es ist einfach nur unfassbar fies von Tania gewesen, darauf jetzt rumzureiten, was für Melody sowieso so eine Unsicherheit ist jetzt mit ihrer Haut gerade. Und ja, trotzdem geht Melody jetzt hin und versucht diesen Streit zu schlichten, weil sie einfach nur super, oh Milo, wir kommen jetzt gleich zu dir, weil sie einfach nur super unsicher ist und aber total verliebt in Tania und sie hat einfach Angst, dass sie jetzt irgendwie was falsch gemacht hat und dann geht dieser Mann einfach hier hin und duscht. Okay, alles klar, Louis, Woodworth, geh mal hier hin und dusch. Tania ist immer noch super angespannt, weil ich kann mir vorstellen, dass sie das gerade nicht so cool findet, dass jetzt hier ein Nachbar steht und mitbekommt, dass sie hier mit Melody plaudert, weil ich meine, die Nachbarn werden ja schon so ein bisschen über Tania mitbekommen haben. Und sie hat natürlich jetzt ein bisschen Angst, dass Louis vielleicht zu Melody hingeht und ihr erzählt, dass, okay, sie unterhält sich jetzt einfach hier über die Hochzeit. Da hat Tania natürlich jetzt ein bisschen Angst, dass Louis jetzt vielleicht das eine oder andere hier ausplaudert, dass Tania eben eigentlich mit dem anderen Nachbarn eine Beziehung führt. Aber Louis wird einfach nur ganz interessiert nachfragen: Ihr habt euch verlobt, habe ich gerade mitbekommen. Und ja, er wird vielleicht Tania damit erpressen. Man weiß es nicht. Das sind alle so Sachen, das kann natürlich dann nebenbei noch so passieren. Okay, aber jetzt würde ich sagen, ist es tatsächlich an der Zeit, dass wir endlich mal zu Milo reisen. Das habe ich euch ja schon so lange versprochen. Und ich denke, Melody wird Tania jetzt gerade gefragt haben, aber Tania wird dann gesagt haben: Ey, ich habe dir doch von der Klausur erzählt, oder? Es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich komme beim nächsten Mal auf jeden Fall mit, aber dieses. Oh. Oh. Ups. Ups, Freunde. Okay, es ist ein bisschen was mehr passiert als das, was ich initiiert habe. Gut, wir werden. Also was ich gemacht habe, ist, dass Stacy jetzt in dieser Haushälfte hier wohnt. Stacy ist tatsächlich bei Milo ausgezogen. Aber es gibt ja anscheinend noch eine neue Frau in Milos Leben. Das ist natürlich spannend. Okay, das werden wir uns jetzt mal angucken. Aber auf jeden Fall, Tania wird gesagt haben: Nee, du, meine Klausur und so. Und beim nächsten Mal bin ich aber dabei, versprochen, okay? Wir telefonieren jeden Abend, wenn du nicht da bist. Und für Tania ist das natürlich jetzt einfach nur fantastisch, weil sie kann jetzt auf Solani wieder machen, was sie will. Ohne die Angst, dass Melody sieht, was sie da so tut. Aber Leute, wir sind einfach zurück hier. Oh, das war so eine schöne Zeit bei Milo. Wir werden natürlich erstmal hier an die Tür klopfen.
Und ja, wie gesagt, Milo hat uns natürlich die Flugtickets bezahlt, deswegen mussten wir jetzt selber dafür nichts bezahlen. Melody denkt einfach die ganze Zeit immer noch nur an Tania. Sie wird ihr wahrscheinlich jetzt auch gleich direkt mal eine SMS schicken, dass sie gut angekommen ist und ja, denkt die ganze Zeit nur an sie, obwohl sie ja jetzt gerade hier eigentlich bei ihrer Familie ist, bei der ganz offensichtlich auch noch mehrere Dinge passiert sind, wie es aussieht. Wir haben hier ein neues Baby in diesem Haushalt. Ich hatte euch ja, glaube ich, schon gesagt, dass Mila Kylie zum Kind gealtert ist. Das wissen wir. Aber wir wissen nicht, wer diese Frau hier ist. Das wissen wir nicht. Ganz offensichtlich hat Milo sich ein bisschen selbstständig gemacht in der Zwischenzeit und hat eine neue Freundin gefunden. Ich wollte euch nämlich eigentlich bitten, mir eine Frau zu erstellen für unseren Milo, dass er dann eben noch eine Partnerin hat, weil mit Stacy habe ich ihn langfristig dann doch nicht mehr gesehen, aus verschiedenen Gründen. Aber er hat sich einfach selbst darum. Oh mein Gott, sie ist Shepard. Sie heißt Shepard, Freunde. Das bedeutet, sie sind verheiratet. Oh mein Gott, okay. Aber dieses Kind ist nicht von ihm. Das Kind, oh mein Gott, okay. Milo hat irgendwie einen Drang dazu, die Kinder anderer Männer großzuziehen. Das ist richtig doof. Ich dachte jetzt, okay, vielleicht haben die irgendwie das Kind zusammenbekommen. Aber anscheinend sind die zusammengekommen und haben dann kurzerhand geheiratet, als sie noch schwanger war von einem anderen. Okay, dieses Let's Play ist Drama pur. Es ist einfach Drama pur. Okay, sie kriegt auf jeden Fall auch jetzt demnächst ein Umstyling von mir. Aber ja, okay. Also, wir haben jetzt eine neue Stiefmutter. Und eine neue Stiefschwester. Und all das ist für Melody natürlich relativ viel. Sie wird jetzt erstmal zu ihrem Dad gehen und sagen, okay, Dad, was ist Oh, das? Wer ist diese Frau, Mia. die mir da gerade die Tür aufgemacht hat? Und Milo wird dann eben erzählen, ja, ich habe mich neu verliebt. Das ist noch nicht so lange her. Deswegen, ich wollte dir schon die ganze Zeit davon erzählen, aber du warst ja so beschäftigt mit deinem Studium und ich wollte dich auch nicht irgendwie damit Oh, belasten, dass du jetzt Mia. eine neue What? Stiefmutter hast. A Und robot ja, ich bin aber appears total to have glücklich und total betrayed verliebt. you. Und ja, Passing up on genau. me. Hoffen wir einfach mal, dass es jetzt für Goodbye. Milo alles gut wird und dass er wirklich glücklich ist mit, wie heißt sie? Would Dolly. Mit you? Dolly. Okay, Melody mag tiefgründige Gedanken. Ja, das passt gut zu ihr. So, sie wird jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit erstmal mit ihrem Dad unterhalten und Milo wird dann eben sagen, okay, Melody, aber wir müssen auch noch über andere Themen sprechen. Und Melody wird dann sagen, ja, ja, natürlich, ich muss dir ja auch noch was erzählen. Ich bin verlobt. Und dann wird sie wahrscheinlich auch ein Foto rausholen von Tania, wird das ihrem Dad zeigen und wird eben sagen, dass sie auch überglücklich ist und dass er das ja sicherlich dann total verstehen kann, wenn er jetzt auch so kurzerhand geheiratet hat. Also dann ist Milo der Letzte, der jetzt da irgendwie drüber urteilen kann. Aber Milo wird natürlich sagen, aber Melody, du bist doch noch so jung. Ich meine, du bist gerade mal, du wirst jetzt 20 in ein paar Tagen und ist es der richtige Zeitpunkt, jetzt schon zu heiraten? Und Melody wird dann sagen, ja, auf jeden Fall, das ist meine absolute Traumfrau und ich könnte mir niemand Besseren an meiner Seite vorstellen. Und ja, Milo wird natürlich trotzdem seine Zweifel haben. Aber Leute, ich werde tatsächlich jetzt an dieser Stelle diesen Part beenden. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Denkt an meinen Promocode, denkt ans Abonnieren und an den Daumen hoch und schreibt mir wie immer alles in die Kommentare, was euch so durch den Kopf geht. Und bis zum nächsten Part wünsche ich euch dann jetzt auch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.